Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Ich nehme euch heute mit auf meinen Wochenendausflug. Ja, da mein Urlaub ja leider ins Wasser gefallen ist, da er in die Corona-Zeit fiel und die Buchung dann hinfällig war und ich ja dann sowieso in Quarantäne, habe ich mir überlegt, irgendwas möchte ich ja schon unternehmen, habe aber keinen Urlaub mehr. Also mache ich jetzt mehrere Wochenendausflüge. Dann lasst euch mal überraschen, wo es hingeht. So, also ich finde, das ist hier eine wunderschöne Gegend. Guck mal, hier so lang fahren und rechts und links der Wald, der super Himmel darüber. Ja, sowas mag ich. So, ich habe jetzt angehalten auf dem Parkplatz und bevor ich zum Hotel fahre, schaue ich mich hier um und schaut mal, das sehe ich auf der anderen Straßenseite. Na, ich bin gespannt. Also ich weiß noch nicht, was das ist. Ja, also ich weiß nicht, was das ist. Ich sehe ja, das sind Steine, Felsen, ne? Nein, also dieser Ausflug war ja wirklich eine Spontanaktion. Ich habe gegoogelt nach Naturschönheiten Deutschlands. Das war eigentlich auch eher ein Zufall. Ja, und da stand dann Blautopf, Blaubeuren in Baden-Württemberg. Ja, und dann kann ich mir jetzt eigentlich denken, ne, das ist die Schwäbische Alb. So, ja, und wegen dem Blautopf bin ich hierher, beziehungsweise wir sind zu dritt. Ja, und dann, wenn ich mir den Blautopf angeschaut habe, dann schaue ich mal, was danach noch passiert. So, aber jetzt erstmal zum Hotel und dann geht's los zum Blautopf. Guck mal, mega klares Wasser. Wow. Und dann diese Farben. Oh, der Hammer. Aber ich habe mir das größer vorgestellt. Das ist wirklich nicht sehr groß. Also ich finde, von hier sieht man besser, wie klar das da ist, oder? Man sieht ja richtig die Äste und so da unten drin im Wasser. So, und dann hier wieder das Blaue. Na, jetzt sieht man es wieder nicht, es spiegelt zu doll. Aber das sollte man sich wirklich nur ansehen. Diese Farbe, Wahnsinn. Schade, dass man das nicht hier so gut hinbekommt. Das ist so ein krasses Türkis. Also ich glaube, das muss man wirklich in echt sehen. Ich glaube, jetzt habe ich eine Stelle gefunden, von der man es einigermaßen besser sieht. Links, was so hell ist, da scheint halt die Sonne. Und hier sieht man vielleicht besser, wie türkis das ist, zumindest ein bisschen. Es sieht wirklich fantastisch aus. Wie gesagt, ich habe es mir größer vorgestellt, aber egal, es ist schön. Ich glaube, hier sieht man es auch noch mal ganz gut. Wunderschön. Von dieser Perspektive aus sieht man das auch gut. Oh, hier kann man richtig krass die Farbe erkennen. Schön. Also Sarah meint, ich soll ein paar Fotos einschieben, weil da kommt die Farbe noch viel klarer rüber. Ja, das mache ich jetzt. Also folgen jetzt ein paar Fotos. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, so zwischen dem Film, zwischen dem Video. Vielleicht merkt man es auch gar nicht. Aber ihr wisst es ja jetzt. Man sieht die Farben da wirklich besser. Sie hat vollkommen recht. Das ist jetzt gegenüber. Das finde ich auch krass. Guck mal, diese Wurzel. Sieht doch stark aus. Der Blautopf ist Deutschlands prachtvollste Quelle. Also die solltet ihr euch wirklich mal anschauen. Live, das kommt hier nicht so rüber. So, wir verlassen jetzt diese prachtvolle Quelle und laufen Richtung Kloster. Denn das soll hier direkt neben der Blautopfquelle sein.
unheimlich klares Wasser. Man kann ja wirklich bis auf den Grund jeden einzelnen kleinen Stein sehen. Kann man den Felsen da oben erkennen? Sieht doch klasse aus, ne? So, hier ist nochmal ein schönes Panorama, ne? Wer schon mal hier war, erkennt jetzt vielleicht schon, wo ich bin. Ja, aber wirklich nur, wer schon mal hier war. Aha. Wollen wir auch mal drin baden? So sah es hier also mal aus. So, und hier die top aktuelle Mode. Aha. Ja. Alte Truhen. Ja, alles alte Klamotten, ne? Ach, eine süße alte Truhe. Bäuerliche Kleintruhe Anfang 19. Jahrhundert. Okay, hier ist besser. Renaissance-Truhe, 16. Jahrhundert. Und das ist jetzt bestimmt 17. Haha, Tatsache. Truhe Anfang 17. Jahrhundert. Kleines Schränkchen. Madonna. Und jetzt ist mein Akku gleich leer. Blick aus dem Fenster. Ich sehe gerade, das blendet nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob man das lesen kann. Also, ja, dann kläre ich mal auf. Also im Mittelalter war das hier das Badhaus der Mönche. Ja, und hier dieses spätmittelalterliche Fachwerkgebäude ist das einzige noch erhaltene Mönchsbad in einer Klosteranlage in Deutschland. Ja, man kann auch innen noch gut den Bereich erkennen, in dem das heiße Wasser bereitet wurde und dann anschließend in diese großen Holzbottiche geschöpft wurde. Das habt ihr ja gesehen, ne? Das habe ich ja gefilmt. Ja, außerdem sind da ja echt cool filigran bemalte Wände. Also nicht, dass das jetzt mein Geschmack wäre, aber ja, also ist schon klasse. Ja, außerdem, ja, in diesem Badhaus ist ja jetzt das Blaubeurer Heimatmuseum. Ja, das hat man ja so ein bisschen gesehen. Ich habe ja so ein bisschen gefilmt. Man kann hier nicht, wer weiß, wie filmen. Und mit Maske ist es auch wirklich ätzend, muss ich ehrlich sagen. Als nächstes gehe ich jetzt ins Kloster und auf der Wiese hier laufen echt Hühner frei rum. Schöne alte Gemäuer, ne? Ich darf leider nicht alles fotografieren. Man darf ja nicht einfach Menschen aufnehmen. Und hier ist leider heute sehr voll. So, jetzt fotografiere ich ja keine Menschen. Die Klosterdecke, Wahnsinn. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. So, jetzt bin ich in der Urbankapelle. Kann ich auch ein bisschen filmen. Andererseits kann man das ja auch alles im Internet nachgucken, ne? Baufunde. Aha. Schon interessant, ne? Und hier ist gerade keine Menschenseele. Das heißt, ich kann filmen. Ich hoffe, man erkennt das. Ich beeile mich, da kommen schon wieder Menschen. Das ist der Hochaltar, ne?
Wahnsinn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit Maske, finde ich das alles schrecklich. Ich hab die auch jetzt ab. Jetzt kommen Leute, jetzt muss ich sie wieder auftun. Also ich muss jetzt hier raus. Puh, leider. Aber ich halte das nicht aus mit der Maske. Und wie jedes Kloster gibt es hier auch einen kleinen Kräutergarten. Ich kann aber nur die Ecke filmen, weil da vorne sind schon wieder Menschen. Und natürlich gibt es hier auch einen Klosterbrunnen. Mal gucken. Habe ich mir doch gedacht. Da liegt Geld drin. So, Schluss für heute. Wir gehen jetzt was essen, anschließend ins Hotel und morgen früh geht's dann los in die Berge. Schaut mal, tolles Panorama, ne? Die Felswand. Oh, ich mag sowas. Und los geht's in die Schwäbische Alb. Ich bin gespannt. So, hier kann man sehen, was man hier alles unternehmen kann. Alles schaffen wir natürlich nicht. Wir suchen uns jetzt was aus. Wir haben uns jetzt ausgesucht, das hier. Brillenhöhle, Felsenlabyrinth, Günzelburg. Mehr schaffen wir heute nicht. So, und hier kann man das lesen. Geht's jetzt zur Brillenhöhle? Ja, da bin ich mal gespannt, warum Brillenhöhle. Tja, so ein netter Herr hat mir gerade erklärt, die Brillenhöhle verdankt ihren Namen zwei runden, ja beziehungsweise ovalen Öffnungen in ihrer Decke, was wohl aussieht wie eine Brille. Aber leider kann man diese archäologische Grabungsstätte nicht betreten, weil der Eingang ist durch ein Gitter versperrt. Ja, das finde ich jetzt natürlich nicht so toll. Laufe ich jetzt umsonst hier hoch? Naja, umsonst nicht. Aber der Herr sagt mir gerade, da finden manchmal Führungen statt. Ja, ob die dann geöffnet wird, da muss ich mal zu Hause nachgucken. Oben angekommen, also nicht umsonst hier hochgelaufen. Super Aussicht, allein dafür lohnt es sich schon. Tja, aber die Höhle ist ja verschlossen. Was machen wir nun? Ich halte die Linse durchs Gitter. Dann kann man wenigstens etwas erkennen. Ja, und von dem Herrn habe ich noch erfahren, dass während der Eiszeit vor 12.000 bis 30.000 Jahren die Menschen diese Brillenhöhle hier als Jagdlager nutzten. Ja, und große Feuerstellen zeigen, dass die Höhle intensiv genutzt wurde. So, jetzt geht's wieder runter und weiter. Wow, schaut euch doch mal diese Aussicht an. Obwohl mir wird schwindelig, wenn ich runterschaue. Aber es sieht fantastisch aus, ne? Wow, hier ist ein imposanter Felsen. Da gehe ich natürlich nicht hoch, ne? Wow. Also das nenne ich ja mal eine Aussicht. Schaut euch das mal an. Seht ihr die Felsen, die da gegeneinander treffen? Das nennt man die küssende Sau. Und weil es so schön ist, schaut mal, hier sieht man das doch noch viel besser, ne? Oh, also ich finde, das sieht hier fantastisch aus. Guckt mal, wie man da runter gucken kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so gut festhalten kann. Wahrscheinlich bräuchte man da eine viel bessere Kamera. Aber ich hoffe, man erkennt was. Also es sieht fantastisch aus. Hier würde ich wirklich noch mal hin. Und jetzt mal von der anderen Seite. Klasse, oder? Sieht doch richtig toll aus. Und hier ist jetzt ein Durchgang. Kriege ich das drauf? Sieht man das? Ja, ne? Das ist jetzt von dem Felsen da die küssende Sau. Da geht es jetzt hier halt durch diesen Durchgang. Und das, guckt euch mal das Wurzelwerk an. Oh, ich liebe sowas. Also für mich ist sowas, glaube ich, interessanter als ein Museum oder ein Kloster. Sorry. So, jetzt bin ich durch den Felsen durchgelaufen und jetzt sieht man die küssende Sau von der anderen Seite.
Da sieht man das noch viel besser, oder? Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Ich hoffe, es blendet nicht zu sehr. Sieht doch klasse aus, oder? Wehe, einer findet das nicht schön. Nein, Quatsch. Aber mir gefällt's. Schaut mal, wunderschön. Aber auch hoch. Da gehe ich natürlich nicht hoch. Huch, bisschen gerutscht. So. Das ist doch klasse Natur, oder? Oh, ich liebe sowas. Und jetzt geht's dahin. Kann man das sehen? Ruine Günzelburg. Ich bin gespannt. Das ist die Günzelburg. Da ist echt nicht mehr viel von übrig. Aber da gehen wir jetzt hoch. Von oben hat man bestimmt eine tolle Aussicht. Das ist die küssende Sau. So, und jetzt Da ist die geht's küssende wieder Sau. runter. Und da ganz oben, kann man das erkennen? Sehe ich, da wächst ein kleiner Baum. Hier ist das eigentlich auch alles ganz schön. Ach, Natur ist generell schön. Wie heißen denn diese Blumen? Glockenblumen, wilde? Keine Ahnung. Jedenfalls sehen die toll aus. So, hier ist dieses Blümchen. Jetzt gehen wir mal hoch. Also wir gehen nicht hoch. Ich filme. Sieht man da die Löcher in den Felsen? Jetzt komme ich ja wieder zu der küssenden Sau. Da gehe ich jetzt mal hin, weil ich bin ja auf dem Rückweg. Da ist sie wieder. So, jetzt bin ich durch diesen Felsspalt gelaufen. Und hier ist wieder der krasse Baum, besser gesagt die krasse Wurzel. Jetzt ist hier niemand, jetzt kann ich mal da hochfilmen. Phänomenal, oder? Klasse. So, und jetzt geht's runter. So, jetzt suche ich mal, wo es was zu essen gibt. Und hier sehen wir Blaubeuren, Blautopfstadt. Das ist der Blautopf. Okay, ist jetzt nicht so spektakulär, ne? Wir haben beschlossen, wenn wir mit dem Essen fertig sind, gehen wir nochmal hierhin zurück und gehen in dieses urgeschichtliche Museum. Ja, wenn wir schon einmal hier sind, dann machen wir natürlich so viel wie möglich. Filmen wir hier ein bisschen. Wobei sowas zu filmen ist eigentlich blöd. Da muss man selber herkommen und sich das alles durchlesen und anschauen. Wobei das hier finde ich ganz interessant. Ich glaube, ich muss mal auf die andere Seite. Das finde ich nämlich hier witzig. Guckt mal, medizinische Instrumente. Sieht doch witzig aus. Also ich sag mal, wen sowas richtig interessiert, der sollte hierher. Ich finde das gut, mir einmal anzusehen, aber das war's dann auch. Ich gehe lieber in die Natur. Das ist hier auch ganz witzig, ja? Aber wie gesagt, ich kann da nicht lange vorstehen bleiben und mir alles haargenau angucken. Es ist auch ätzend mit Maske, wirklich.
Das jetzt gefällt mir. Guck mal, das Achtal vor 40.000 Jahren. Das ist eine gute Nachbildung. Da ist die küssende Sau. Da steht ja Eiszeit Gegenwart. Die Eiszeit hatte aber keine Eisenbahn. Das sieht schon toll aus. Und wenn man da drückt, kommt der Zug. Hihi. Aber in der Eiszeit gab es noch keinen Zug. Trotzdem witzig. Da sieht man noch mal die küssende Sau. Da waren wir ja vorhin. Hier ist das Kloster. Da ist der Blaukopf. Witzig. Okay, links ist der Neandertaler, ne? Und rechts bin ich. Ich habe immer schön aufgepasst, dass ich mich nicht im Glas spiegel, aber Sarah sagt mir gerade, es werden wohl mehrere Stellen im Video sein, wo andere Leute sich gespiegelt haben. Ja. Das konnte ich natürlich nicht verhindern. Ich konnte ja schlecht wegschicken, aber das ist mir leider auch nicht aufgefallen. Ja, das tut mir leid, aber kann ich ja jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Oh Mann, ich habe eine Statue erwartet. Ja, ich habe nicht richtig gelesen, ne? Ja, ich habe echt gedacht, hier ist mindestens so ein 2 Meter großes Teil. Aber da stand ja Statuette und das heißt ja kleine Statue, ne? Aber ich muss trotzdem lachen. Nein, ich finde es wirklich interessant. Also so ein Kulturbanause bin ich auch wieder nicht. Aber jetzt mal ohne Scheiß, guck doch mal richtig hin. Und da bin ich nicht die Einzige, die das hier in dem Raum gedacht hat. Ich habe gedacht, es ist ein nacktes Hähnchen. So, das Wochenende ist rum. Ich bzw. wir sind auf der Rückreise. Ja, leider ist das Wochenende schon rum. Aber mit nur einer Übernachtung ist es natürlich schnell vorbei. Am besten gefallen hat mir ehrlich gesagt heute die Wanderung. Der Blautopf, ja, ist interessant sich anzuschauen. Aber wandern finde ich, glaube ich, sowieso immer am besten. Das Museum war auch interessant, ja, das Kloster auch. Allerdings mit Maske finde ich es unheimlich anstrengend. Ich würde es also nicht nochmal machen. Ich hoffe, diese Maskenzeit ist bald vorbei, weil dann kann man auch so Sehenswürdigkeiten wie Museen und Kloster und so weiter eben viel mehr genießen. In dem Kloster war es auch unheimlich stickig und da gab es eigentlich nicht so viel zu sehen. Es waren da ganz viele Türen, aber zu. Eigentlich konnte man da nur so einen Rundgang machen. Der Kräutergarten war schön, konnte ich ja nicht viel filmen.
Aber dann haben wir mal, beziehungsweise Aldo, 10 Jahre alt, hat mal an einer Tür, ist er so ein bisschen hochgekrabbelt, da war ein kleines Gitter, hat er dran gerochen und meinte, oh, ist da eine Leiche dahinter? Ja, und beim Essen, da hatte Aldo auf seinem Teller so eine Garnierung, also so ein Blättchen Salat und eine Tomate. Und er hatte sich aber auch noch einen Salat bestellt und meinte dann, oh, ich hätte mir doch besser einen großen Salat bestellen sollen. Mein Videoschnittprogramm ist nicht in Ordnung und hat leider einige Teile einfach gefressen und deshalb stimmen manche Videoabschnitte mit dem Ton auch nicht überein. Und außerdem habe ich mich einmal grammatikalisch falsch ausgedrückt, kann ich aber jetzt auch nicht mehr ändern. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Bis bald!